Na, danke. Ich bin runtergerutscht und das Schweben hat nichts gebracht, weil ich im Fallen war schon. Toll. Ist das schön. Blöder Anker. Wehe, das lohnt sich nicht, den zu holen. Ich will mich mindestens klonen können dann. Och, nervt mich jetzt nicht. So. Aber es ist toll, dass der Anker offensichtlich die ganzen Uhren herstellt. So. Bum, baba, bum, baba, bum, baba, bum, baba, bum. Was zur Hölle ist das? Ja. Schön, das hat gut funktioniert. Okay. Der Anker. Bossfight on. Na gut, ich habe zwar keine Zielerfassung, aber ich kann trotzdem damit reinballern. Es muss nur richtig getimed sein. Aua. So. Das ist fies. Komm her. Komm, hier. Aua. Das ist mega fies. Okay, erwischt. Oh nein. Oh. Oh Gott, der hat kein Leben mehr. Und ich auch nicht. Nein! Das gibt's nicht! Oh, das gibt's nicht! Ich hab einen besiegt gehabt, ich hab ihn kaputt gehabt. Ich hab den Anker kaputt gehabt. Ich flippe aus. Oh Gott, ist das ätzend.
Vor allem das Fiese ist, ich hatte ihn. Ich muss wahrscheinlich jetzt mal von vorne machen, ne? Ah ne, es kommt der Dialog nicht mehr mit den Uhren. Ich glaube, ich hatte Glück. Ich habe Glück. Gott sei Dank. So, komm her. Da. Kein Wunder, dass die Ranger solche Probleme damit hatten. So, 3 Fähigkeitenpunkte erhalten. Yay. Oh, Gott sei Dank. Ach ja, ich kann ja die Kisten jetzt hier aufmachen. So. Oh Mann, ey. Oh, es sind 2 Kisten sogar. Ulala. Schwebmunitionseffizienz und entropisches Echo und Schildeffizienz. Cool. So, dann habe ich jetzt alle Kisten geöffnet. Sehr schön. Ha. Sehr gut, dann haben wir den Anker auch. Ich glaube, der Anker und sowas gibt bloß Fertigkeitenpunkte. Er gibt keine tatsächliche Fertigkeit, sondern er gibt einfach nur Fertigkeitspunkte. So. Toll. Spawnt neben mir und explodiert dann gleich. Das ist ja auch nett. So, wo ist jetzt der andere? Ach so. Wow. Das Fieses bei der Waffe ist, dass die so lange lädt. Ich bin tot. Das überlebe ich nicht mehr. Ich will mich auch unsichtbar machen. Komm halt her. Achso, hab ich dich. So. Oh Mann, ey. So. Schaden beim Zielen plus 30. Schaden beim niedrigen Leben plus 94%. So, du kannst weg. So, du kannst auch weg. Klack. Klack. Alles, was doppelt ist, schmeiße ich mal weg. So, das kommt auch weg hier. So, dann brauchen wir persönliche Modifikation. Oh, ich habe einen 3. Slot, sehe ich gerade. Übernehmen Geschwindigkeit. Ne, Leben plus 34. Beschleunigung von Übernehmen. Okay. Schildenergiekosten minus 17%. Schildenergiekosten. Leben plus 20. Schleudern Energiekosten reduzieren. Fluchtenergiekosten minus 18%.
Energieregeneration, Geschwindigkeit plus 48%. Das hört sich eigentlich ganz geil an. Dann machen wir mal das ganze Gelumpe hier weg. So. Du kommst auch weg. Schildstärke. Klack. Und die hier auch weg. So. Dann haben wir das. Und dann kann ich jetzt zu Emily gehen. Mal gucken, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So, genau, hier ging das dann durch. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt rauskomme am Ende. Ach ja, beim anderen kommt Drehscheibe. Ah. Eingang zum versiegelten Grenzbereich. Hier war das. Okay, so, Fähigkeiten. So, 20% mehr Energie. Das will ich auf jeden Fall haben. So. Was haben wir hier? Schildstärke. 10% verlängertes Übernehmen. 10% verlängertes Schweben. Das hört sich auch ganz geil an. So, was ist das hier eigentlich? 75% mehr Schaden durch Schleudern. Machen wir das hier noch. So. Astralwerkstatt, Waffenformen, was gibt's? Stich aufwerten. Verdorbene Probe. Du kannst den letzten Modifikationsplatz freischalten und den Waffenschaden erhöhen. Okay. Griff aufwerten. Wäre an sich nicht schlecht, das hier zu machen. So, persönliche Modifikation, das lassen wir mal. So, und dann hier, was haben wir jetzt? Schaden beim Zielen plus 30, Schaden beim Zielen plus 36 plus 30, was haben wir jetzt noch? Genauigkeit, Schaden bei niedrigem Leben, Schaden nach Tötung, Schaden beim Zielen, Munitionskosten beim Schweben, erhaltene Energie von Kopfschüssen 20%. Schadensschub plus 45%. Nachladegeschwindigkeit 10, Feuerrate. Die Nachladegeschwindigkeit hätte ich gern was Besseres. So, Schaden nach Tötung ist, glaube ich, ganz geil. Schaden beim Zielen plus 36. Ich tausche das hier mal aus gegen generell mehr Schaden. Das heißt, Schaden beim Zielen geht plus 36% rauf. Wir machen 45% mehr Schaden noch zusätzlich und kriegen 50% zusätzlichen Schaden nach Tötung. So, die Frage ist nur, wie lange, aber gut. Gegenmaßnahme des Rats habe ich ganz vergessen. Okay, Schnellreise. Wir müssen in die zentrale Geschäftsleitung. Bin ich mal gespannt. So. Wäre schön, wenn ich übrigens für alle Artefakte noch Erfahrungspunkte kriegen würde. Das wäre cool. So. Boardroom. Gott, musste sie alles in ihren blöden eigenen Code niederschreiben? Marshall und ihre CIA-Scheiße. Gott. Ich habe ihnen das wahrscheinlich nicht erzählt, aber ich war mal drauf und dran, Ranger zu werden. Hab die ganze Ausbildung gemacht, bis hin zum Rookie sogar. Egal, darum geht's nicht. Meine alte Einheit war eine tolle Truppe. Außer mir waren es noch 6 andere. Remus, Hazard, Cho, Guy, Happenstall und Thompson. Sie hätten gestern von einer Expedition zurückkommen sollen. Wir hatten Bier und Hähnchen vorbereitet. Aber leider waren sie nicht da, als Darling die HFV ausgab. Sie hatten nichts, um sich vor dem Zischen zu schützen. Ich fürchte, für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Wir trugen alle diese kleinen Beutel um den Hals und ich will sie nicht den Zischern überlassen. Können Sie sie für mich finden? Der Trupp müsste durch die Wartung zurückgekommen sein, aber ist wahrscheinlich von dort ausgeschwärmt. Ich werde ein Auge offen halten, Arish. Und ich lasse sie nicht als Zischer enden. Sehr gut.
Alte Freunde. Was hat es mit dem Schwarzstein auf sich? Oh, scheiße, fangen Sie mir nicht mit Schwarzstein an. Seit die Forschungsabteilung rausgefunden hat, dass er paranatürliches Zeug blockt, hat man fröhlich jede Menge gefährliches Material in den verdammten Steinbruch rein und wieder rausgetragen. Scheiß Laborkittel, Mann. Machen mir das Leben klingt schwer. Klingt, als gäbe es Spannungen zwischen den Abteilungen. Immerhin hat man dort einen tollen Blick auf den Nachthimmel. Salvador und ich haben da nach der Arbeit oft ein Bier getrunken. Hm. Was wissen Sie über Dr. Darling? Nicht mehr als andere. Forschungsleiter. Hört sich selbst gerne reden. So wie alle anderen Wissenschaftlertypen. In letzter Zeit war er ein bisschen mehr Psycho als sonst. Die Personalabteilung sagt zwar, das sollen wir nicht sagen, aber... Alle denken, dass wir Antworten bekommen, wenn wir Darling finden. Aber wie soll er uns helfen, wenn er den Verstand verloren hat? Gute Frage. Sie sind vom Sicherheitsdienst, oder? Arbeiten Sie mit Rangern? Nicht oft. Ranger sind speziell für das Auskundschaften von Grenzbereichen und Einsätze am Ground Zero eines AWE ausgebildet. Der Sicherheitsdienst kümmert sich eher um Gefahren in der Behörde. Die bekommen da draußen sicher schräges Zeug zu sehen. Ja, keine Frage. Sie müssen sich jede Woche mit Dingen herumschlagen, die der Menschheit bisher unbekannt waren. Die meisten Ranger gehen mit einem kognitiven Kollaps in Rente. Ich habe die medizinische Definition nachgeschlagen. Ist kein Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie geht die Behörde mit Grenzbereichen um? Umgehen ist eine sehr optimistische Umschreibung. Marshall schickt ihre Ranger zum Kartografieren rein und sie überprüfen Wachstumsraten, lokalisieren Epizentren und nehmen Proben. Messungen halt. Hat wohl seine Hausaufgaben gemacht. Unten in der Wartung werden Grenzbereiche wie jedes andere Mittel eingesetzt. Im einen Labor bauen die Weißkittel Schwarzstein daraus ab und im anderen schöpfen sie Wasser daraus. Wir benutzen es für so ziemlich alles. Außer warum zum Trinken. Warum trinken sie es nicht? Will ich das überhaupt wissen? Ja, da schwimmen oft kleine Klumpen drin. Das ist ziemlich eklig. Hätte ich bloß nicht gefragt. Ja. Was halten Sie von Marshall? Marshall? Marshall ist eine verdammt harte Frau. Eine bessere Anführerin können sich die Ranger nicht wünschen. Sie ist ein bisschen, naja, krass. Aber kein Wunder bei dem, was die alles gesehen hat. Allerdings hat sie die schlechte Angewohnheit zu verschwinden. Wo geht sie hin? Als sie das letzte Mal verschwand, habe ich mir die Sicherheitsprotokolle angesehen. Ich habe Videomaterial gefunden, auf dem sie in den Steinbruch geht. Sie war tagelang allein dort unten. Normalerweise ist das nicht erlaubt, aber sie steht so ziemlich über allen Regeln. Was sie am Steinbruch wohl so interessant findet. Finden wir es raus. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ach, echt? Kommt mir aber so vor hier. Okay, zurück zur Arbeit. Was ist denn das? Tolle Platte. Was? Ankerprozedere. Okay, Isolations, das haben wir gar nicht gelesen hier. Schwarzsteinverkleidung unterbindet die Manifestierung der Sphäre erfolgreich. Beschreibung, gewandelte Eigenschaft. Ein Stockanker aus Eis mit einem Holzstock. Oberfläche stellenweise verrostet. Wiegt 1700 Kilo. Das Objekt erzeugt eine beständige weiße Sphäre, dessen Nutzen momentan unbekannt ist. Diese Sphäre wird stets an derselben Koordinate in Relation zum Objekt erzeugt, nämlich Meter horizontal und Meter vertikal vom des Ankers. Zusatzbemerkung. 25. April 1983. Ranger erster Klasse wurde um Uhr EST mit einem Taucheranzug samt eigener Sauerstoffleitung in die Sphäre eingeführt. Nach 10 Minuten und 13 Sekunden in der Sphäre wurde die Sauerstoffleitung von am Sphärenrand von einer unsichtbaren Kraft gekappt. Alle bei Tauchgang in der Sphäre anwesenden Agenten berichten im Abstand einer Stunde voneinander von auftretendem Brechreiz, Schwindelgefühl und ausfallenden Fingernägeln. Ranger wurde als verschollen gemeldet. Vermutlich tot. Okay. Achso, das ist das hier wieder. Das haben wir schon. Missionen. Aktive Missionen. Alte Freunde. Tolle Platte. Frag Erish nach der Jukebox-Marke. Jess findet eine seltsame Jukebox-Marke. Sie spricht mit Erish, um mehr zu erfahren. Brauchen Sie was? Ja. Ich habe diesen Jeton hier.
Wissen Sie was darüber? Das ist ein Jukebox-Jeton. Die Dinger tauchen an den unmöglichsten Orten auf. Wie Falschgeld. Die Ranger verwenden sie, um ein altes Objekt der Macht zu aktivieren. Eine Jukebox, nehme ich an. Hat sie gute Songs? Nein, nur eine einzige Platte. Aber seien Sie vorsichtig damit. Wenn sie spielt, kriegen Sie einen Gratistrip in die Formation. Die Formation? Klingt ziemlich ominös. Warum ausgerechnet dorthin? Das fragen wir uns in der Behörde schon lange. Es ist bloß ein Haufen Steine, den irgendwer dahin gebracht hat. Die Forscher haben bestätigt, dass sie im selben Grenzbereich liegt wie der Steinbruch. Aber bisher konnte niemand eine physische Route von der Formation zur Wartung aufzeichnen. Sie liegt also im Steinbruch, aber man weiß nicht wo. Ja, wir schicken mittlerweile nur noch einmal jährlich eine Expedition hin. Zur Kontrolle, wie Salvador sagt. Dieses Jahr ging das Team an dem Tag rein, als das Zischen kam. Eigentlich hätte das Lied sie schon vor Stunden zurückbringen sollen. Ich könnte reingehen und nachsehen. Das wäre fantastisch. Die Jukebox steht gleich hinter dem Bachhäuschen da. Werfen Sie einfach einen Jeton rein und los geht's. Okay. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Werden Sie nicht nachlässig. Warum haben wir das Monster nicht seziert? Wir könnten so viel von seiner Physiologie lernen. Lebendig ist er sehr wertvoll. Und Pop hat jegliche Verletzung verboten. Du kannst es ja natürlich jederzeit sagen, wenn du anderer Meinung bist. Nein, schon gut. Wir finden bestimmt eine sinnvollere Beschäftigung. Okay, klar. Marshall hinterließ keine Befehle, bevor sie ging. Jukebox. Ach ja, hier ist die Jukebox. Ba-ba-ba-bam. Ach so. Ja, okay, finde ich gut. Wir teleportieren uns einfach direkt irgendwo hin. Schön. Ich komme vom 100. ins 1000. in diesem Spiel. Was? Nicht kartografierter Bereich. Clever. So. Ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen. Okay. Okay. Ich hab schon wieder so einen blöden Raketenwerfer. Das gibt's ja nicht. Ja, gut. Ich fühle mich wie Superman gerade. Oder Supergirl, besser gesagt. So, ich will erstmal gucken, ob hier irgendwo was am Boden ist, bevor ich weiter hochkletter. Ich will nämlich nicht so komplett ziellos durchrennen. Was ganz Tolles, die haben ja Stühle aufgestellt und... Interesting. Na, ich bin mal gespannt, wo mich das hinführt hier. So, ist hier irgendwas? Nö. Okay, offensichtlich geht's da oben weiter. Das wäre der Weg gewesen, wenn wir da hochgeklettert wären und da lang. Okay. Da ist ein Teil der Behörde. Na gut. So, wo geht's da hinten lang? So viele Abzweigungen. So viel zu erkunden. La 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 la. Ist auch schön, dass der Bereich hier übrigens unkartografiert ist, aber sie jedes Jahr eine Expedition hier reinschicken.
So. Jetzt gucke ich erstmal, was hier ist. Hier geht es ja auch weiter. Wahrscheinlich ist das am Ende genau der gleiche Weg. Hier ist nix. Und hatte ich recht, ist der gleiche Weg, richtig? Ja, es ist genau der gleiche Weg. Okay. Und ich reiße hier einfach alles um, weißt du? Ist auch schön. Die stellen hier so mühselig die ganzen Sensoren auf, beziehungsweise die ganzen Lampen. Ich schmeiß einfach alles um. Finde ich gut. Das würde bedeuten, dass noch eine Expedition, dass noch nie eine Expedition zurückgekommen ist. Ja, aber die kommen ja normalerweise relativ einfach zurück, hat er ja gesagt. Die Formation. Okay. Der Himmel sieht auf jeden Fall gleich aus wie im Steinbruch. Dann will ich mal die Ranger suchen. Jo. Reise durch das aktive Tor auf der Insel. Casual Link inactive. Oh Gott, was wird das denn jetzt hier? Okay, was auch immer das hier ist. So. Hier Truppenführerin Lopez. Erstatte Meldung von Expedition 17B. Sind jetzt an der Formation. Optisch keine Veränderung seit dem letzten Besuch. Die Verbindungsmelder stehen noch. Bei einem Bogen blinkt es. Wir sehen uns das an. Dann kommen wir zurück. Lopez, Ende. Verbindungsmelder? Mhm. Okay. Also ein Verbindungsmelder. Kann ich da nicht einfach drüber schweben? Da blinkt ein Licht. Da sind sie hingegangen. Und wie komme ich da durch? Ah. So. Ich frage mich, wie die da drüber gekommen sind. Ich glaube nicht, dass die alle fliegen können, so wie ich. So. Aber gut. Suche im Bereich nach der verschollenen Expeditionsteam ab. Schrottplatz. Okay, schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Nein. Wir versuchen es mal strategisch zu machen. Auf jeden Fall ist hier ein Zelt. Ha. Ist da oben irgendwas? Nix. So, okay. Ich will mir gerne Aufzeichnungen finden oder sowas, weil ich gerne wissen will, weil ich die ganzen Geheimnisse gerne kennen wollen würde. Zumindest ein Großteil. Was halt in den Akten steht. So, das sieht verdächtig aus. Da geht's offensichtlich tief runter. Das ist ein Telefon, auch sehr schön. So. Was ist das denn? Sie sind alle tot. Diese Dinge haben sie umgebracht. Es sind so viele. Wenn sie mich hören, hauen sie ab. Nein! Bleib weg, verdammt! Oh, die Zische. Sie sind da.
Mission aktualisiert. Überlebe. Schön. Keine Zeit mehr zu zielen. Wow! Was?